Sulla, Peace Ladels. Eigentlich wollte ich ein anderes Video machen, wo ich die Körperhygiene der Masse anfechte. Aber mir ist etwas Kleines dazwischen gekommen. Deswegen mache ich jetzt dieses kleine Video. Es glaube, ich werde nicht allzu lang. Es ist so, es ist mal wieder am berüchtigten Taucherplatz mal wieder was geschehen. Eigentlich wollte ich einfach nur kurz mal baden gehen und etwas tauchen. Ich war noch nicht so ganz entschlossen. Deswegen habe ich mich da ein bisschen an so einer leicht steilen Stelle vor die Felsen da so ein bisschen hingehockt und habe einfach ein bisschen das Rauschen auf mich prasseln lassen und einfach ein bisschen die Sonne genossen, die wo einfach durch die Blätter durchschien. Es ist übrigens genau diese Aufnahme, die wo vor diesem Ort ist. Und ja, ich sitze da so, ich schaue dem Müll zu, wie er ein bisschen auf dem Fluss treibt. Da direkt nach der Kaskade, da sind ja meistens immer oft so stehende Gewässer. Ihr wisst schon, wo sich das Wasser immer so leicht draht, da wo die Strömung nicht wirklich vorbeikommt. Das kennt ja jeder wahrscheinlich da, wo er oft dieses Treibholz sich sammelt und wo er oft diese Blasen da immer so sind, dieser Schaum. Und ich schaue diesem Müll einer Pfandflasche so zu und genieße einfach so ein bisschen das Sein, you know. Nach einiger Zeit wirf ich mal so einen genauen Blick auf die Flasche und denk mal so, hä? Irgendwas ist doch da komisch, Alter. Ich schwimme so ganz an der Oberfläche und ich denk mal so, da ist doch irgendwas Weißes drin. Und dann ist man auf einmal schlagartig, käme, Alter, das ist kein Müll, es ist eine fucking original OG Flaschenpost, Alter. Das Weiße ist Papier. Dann habe ich so in gefühlter Blitzgeschwindigkeit meine Badehose angezogen, bin da reingesprungen, bin ein bisschen rumgeschwommen und habe dann diese Flaschenpost greifen können. Und es ist diese hier. Ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe das schon mal von Weitem gesehen, was ungefähr drin ist. Es ist dieses Stück hier, an sich ganz schön, das ist ein Adelholzner Flaschen, das erkennen wir da an die Berg. Und es ist auch ein Korken drin, das kann man ein bisschen ankreiden, weil rein theopraktisch kommt ja da wenig Wasser rein. Muss nicht unbedingt, aber hätten wir jetzt einen normalen Deckel drauf gemacht, dann war es hundertprozentig dicht geblieben, sage ich mal. Da draußen ist noch so ein Glitzerband und da drin, da sieht man schon, da ist ein Papier und ein Stock und ein paar Gummibärle. Ich war zuerst verwundert, was dieser Stock da drin soll, aber natürlich, obviously, er ist dazu da, dass man das Papier besser durch die Öffnung bekommt. Genau, und ich bin gespannt, was da genau drauf steht, weil es steht auf beiden Seiten was und das will ich jetzt mal gemeinsam mit euch öffnen. So, da machen wir jetzt die Gaudi auf. Aha. Es schaut aber auch nicht so aus, als war Wasser hineingelangt. Also der Korken hat gute Arbeit geliefert. Dann schauen wir mal, was da genau drin steht. Ich habe schon ein bisschen was lesen können, aber natürlich nicht die innere Seite. Ich glaube, ich brauche den Stock gar nicht. Ich blende es mal mit ein, damit ihr lesen könnt. Okay. Ja, es steht da, wer die Flaschenpost findet, muss eine Packung Gummibärli schicken. Smiley. Und auf der Rückseite steht auch was. Schorsch Peter, 5 Jahre alt. Münchner Straße 9 in München. 80.000 München. Und Handynummer steht auch noch da. Ja, das kann man sich denken, ne? Oh man. Also ich krieg vier Gummibärli sind drin. 2 rote und 3 orange. Ich krieg 4. Und mache eine ganze Packung Verlust. Das scheint mir jetzt nicht so ein fairer Deal zu sein. Was soll ich sagen? Soll ich das jetzt machen? Oder? Well, wenn dann da das, glaube ich, gleich persönlich einschmeißen, weil das ist jetzt nicht so weit entfernt. An sich, die Gummibärli da, die tue ich mal außer, wie gesagt. Ist die Frage, wie lange das unterwegs war. War dienlich gewesen, wenn man da ein Datum drauf schriebe. Ja, weiß nicht, soll ich die essen? Die sind bestimmt zweifelsfrei gut, aber nach meiner Meinung, nach meiner Auffassung nach ist das wahrscheinlich die Classic Haribo Goldbeeren und die qualifizieren sich jetzt, Alter, nicht deine Schuld, die qualifizieren sich als absoluter Industriedreck. Und des Weiteren glaube ich, dass wahrscheinlich auch noch tierische Produkte wie Rinder-Gelatine oder irgendwas drin ist, was meines Erachtens gleichzusetzen ist mit Fleisch. Und deswegen wird es leider ganz sicher nicht in meinen Organismus wandern. Ja, aber vielleicht wird es ja noch jemand anders, bevor man es komplett wegschmeißt. Muss eine Packung XY schicken, Alter. Muss, Alter. Ich muss gar nichts, dass es mal klar ist, Alter. Also, kann ich noch erwähnen, Alter. Ich habe mir so ein Video von der Dame gesehen, von ein paar Wörtern, die man jetzt nicht unbedingt sagen soll, ne? Und muss gehört da dazu, weil muss es sein, ein Zwangswort, Alter, weil du musst absolut nichts, Alter. Die einen oder anderen Affen meinen vielleicht, ja, sure, sicher, du musst nichts außer sterben.
Aber was sie eigentlich sagen wollen, ich meine, du musst nicht einmal sterben. Die Aussage, du musst sterben, meint eigentlich, du wirst sterben. Also nicht ich, nur dieser körperliche Anzug, diese Uniform. Ich selber sterbe natürlich nicht. Aber du wirst sterben hat ja natürlich nichts mit du musst sterben zu tun. Also in dem Sinne, du musst wirklich absolut gar nichts. Jetzt geht die Sonne ein bisschen weg. Du, hallo, Rito. Ich glaub's doch nicht. Jetzt muss ich auch noch aufstehen. Hopp. Ja, ansonsten, vielleicht bringe ich was vorbei, irgendwas, was gesund ist, was wirklich ein gutes Essen ist, ne? Und ja, ansonsten, das ist keine schlechte Idee, das ist schon eine Gaudi, sag ich mal. Also abgesehen von der Umweltverschmutzung, sag ich mal, das hat bestimmt ein bisschen Mikroplastik abgegeben, aber ansonsten, sag ich mal, ist eine lustige Idee. Besser als Heroin zu spritzen. Also, in dem Sinne, macht's doch auch so ähnliche Gaudi, Alter. Das ist Leben. Jawohl, ich kann doch mal einen Blick, einen kleinen Spaziergang in den Walde werfen, Alter. Ich bin wieder bei diesem genialen Spot, auch von dem Umweltverachter-Video, Alter. Es ist herrlich hier. Ich stehe da unmittelbar auf dem Jägerstand. Es ist relativ tief, also das sind locker 5, 6, 8 Meter oder so. Aber der Ausblick da ist echt hervorragend. Wie der Zoom, by the way, ne? Schau's mal, da bin ich. Aber Slams Moves, das mache ich besser nicht, du hast mich aber hat. Und ja, man sieht sie, wenn man sie sieht. Bis dann, stay funky.